Hallo, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video mit Antonia zum Thema, wie stabilisiere ich die Halsmuskulatur, den Kopf nach einem Schleudertrauma. Das kann ein Sportunfall sein, ein Autounfall sein, wie auch immer. Das heißt, früher hat man diese Zervikalstützen angelegt, die ihr kennt, und heute kann man das mit einem Tape wunderbar stabilisieren, aber funktionell. Das heißt, du bist nicht komplett ruhig gestellt, die Muskulatur atrophiert nicht darunter, sondern du kannst den Kopf in alle Richtungen bewegen, aber hast trotzdem einen ganz tollen Support. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Antonia kennt den Tape noch gar nicht. Das heißt, ich klebe ihn heute tatsächlich zum ersten Mal auf und bin mal gespannt, wie sie gleich reagiert. Also sie weiß davon wirklich noch nichts. Also es ist Premiere für Antonia. Was ihr jetzt tun müsst, ist, ein Tape aufzukleben in der Höhe vom Acromioklavikulargelenk bis hinten hoch hinters Ohr. So, das ist ein Tape-Streifen, den ihr aufklebt. Und diesen Tape-Streifen klebst du zweimal auf. Das bedeutet, schneidet den 5 cm Streifen in der Mitte durch, damit das Ganze nicht zu massiv am Hals wirkt, sodass der Tape-Streifen sich hier am Hals nachher etwas verteilen kann. Und dazu messe ich jetzt die Länge ab, die ich brauche. Ich nehme mal die blaue Farbe, weil du hast ein rotes Shirt an. Ich messe die Länge ab vom Ohr bis hier zum Trapezius. Jetzt sagst du, ja, aber Olaf, du hast doch gerade gesagt, von hier abmessen. Ich sage, ja, wir ziehen ja noch ein bisschen an dem Tape. Also es wird ja noch ein bisschen länger. Also reicht es aus, diese Länge abzumessen, damit du nachher diese Länge auch tapen kannst. Also diese Länge abmessen, so ein Stück. Und du solltest das auf jeden Fall auf beiden Seiten kleben. Das heißt also, bilateral. Antonia, halt doch mal bitte die Rolle, damit sie nicht runterfällt. Dankeschön. Schneid das jetzt durch. So, dann kann man die zur Seite legen. Den Tape-Streifen durchschneiden, komplett durchschneiden. In der Länge, also nicht quer. So, die Tape-Streifen übereinander legen. Zusammenfalten und ihr kennt das schon von all den anderen Tapes, die Enden einfach abrunden. So, die Enden sind abgerundet. Dann gebe ich der Patientin die Tapezügel in die Hand und mache jetzt Folgendes. Ich habe jetzt hier die Gitterpflaster. Und die Gitterpflaster sind eine ganz tolle Versorgung, gerade wenn die Muskulatur schmerzt, wenn es weh tut, wenn die Muskeln überdehnt sind, wenn es kleine Einblutungen gab, dann könnt ihr mit dem Gitterpflaster wunderbar vorarbeiten. Nehmt das Gitterpflaster, nehmt es nur an die Fingerspitze, führt das über die Haut und dort, wo das Gitterpflaster hängen bleibt, sich an die Haut ranzieht, und hat sie kein Schleudertrauma, wir spielen mal, hier zieht sie es ran, dort klebt das Gitterpflaster auf und so kann es ganz gezielt an dem Punkt der Einblutung, der Entzündung oder dem Triggerpunkt in der Muskulatur denn arbeiten. Also vergesst auf keinen Fall die Gitterpflaster unter dem Tape. Es ist eine wunderbare Unterstützung, um den Ausheilungsprozess noch stärker zu beschleunigen. Dann kommen wir zum eigentlichen Tape. Du gibst mir immer einen Tape-Streifen und dann geht's los. So, normalerweise kennt ihr das, dass die Muskeln gedehnt werden und dann klebt man das Tape auf, und genau das Gegenteil tun wir jetzt. Das heißt, Antonia nähert die Enden der Muskulatur an, ein klein wenig, das reicht schon. So, und nun nehmt ihr, schaut, dass ihr keine Haare mit eintapet. Das wird für den Patienten nicht angenehm werden. Den Tape-Streifen, so, entfernt das Papier in der Mitte. Ihr müsst nicht genau hinter das Ohr kleben, ihr könnt auch ein klein wenig drunter bleiben. Klebt das Tape auf und jetzt mit leichtem Zug Richtung Schulter-Eckgelenk kleben. So, das Ende aufkleben, das Ende aufkleben. Ihr könnt sehen, dass ich hier den Finger drunter stecken kann. Haltet das Ende fest und jetzt bitte ich die Antonia, den Kopf zur anderen Seite zu neigen. Ja, und stopp. Und dann legt ihr das Tape auf. Das Tape hat jetzt schon eine ordentliche Spannung und möchte den Kopf gerne wieder zu der Seite ziehen. Dann nehme ich einen zweiten Streifen oder den. Jo. So, das Papier in der Mitte entfernen. Und jetzt gehen wir nochmal mit dem gleichen Schema hinten auf den Trapezius. Das heißt, wieder den Kopf ein bisschen zur Seite. Hier oben setze ich das Tape an, leichten Zug ausüben Richtung Trapezius. So, dann entferne ich das Papier. Hier auch, bevor ich es aufklebe, Haare weg. Und jetzt den Kopf zur Seite neigen, jawohl, und das Tape aufkleben. Perfekt.
Das Ganze klebe ich jetzt noch auf der anderen Seite auf. Und damit ihr jetzt nicht ins Leere schaut und die komplette Tape-Anlage gesehen habt, steht Antonia bitte einmal auf. So, Antonia, wir drehen dich einfach mal um. So, und dann setze dich bitte nochmal hin. Und dann klebe ich das auf der anderen Seite auf. Jups. Und dann seht ihr das Ganze nochmal. So. Also ein bisschen den Muskel annähern, das Papier in der Mitte entfernen, das Tape hinterm Ohr ansetzen, so, leichten Zug Richtung Schulter-Eckgelenk, dann das Papier entfernen, die Enden aufkleben, schaut, dass ihr gerade hier oben am kranialen Ende, also dort, wo das Ohr ist, keine Haare mit einklebt. Jetzt den Kopf zur anderen Seite neigen, stopp, nicht zu viel, ein bisschen. Dann das Tape aufkleben und dann ist da schon ganz ordentliche Spannung drauf und die Spannung, die steuert ihr. Ob ihr viel zieht, wenig zieht, je mehr ihr zieht, desto mehr Power hat das Tape. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Da wollen wir doch mal hören. Das ist der erste Kommentar, den Antonia uns geben kann. Wie sich denn sowas anfühlt. Auch das ist eine Möglichkeit, dass er sagt, oh Mensch, ich will das Papier nicht nachträglich abmachen. Ihr könnt auch jetzt schon das Papier hier oben entfernen, legt das Tape auf, ein bisschen Zug ausüben Richtung Trapezius, Papier entfernen, jetzt den Kopf zur anderen Seite neigen, das reicht schon, ein kleines bisschen und dann ist sie stabil. Antonia, dreh dich doch mal bitte mit dem Gesicht zur Kamera. Na? Also hier ist das Mikrofon, geht kaum. Also steh mal auf bitte. Ich drehe mal den Stuhl und nimm mal bitte wieder Platz. So, schau mal in die Kamera. Und dann erzähl uns doch ganz kurz nur ein kleines Feedback, wie sich das anfühlt. Ich kann den Kopf kaum bewegen. Ja, also, aber wenn du wolltest, könntest du. Ja. Ja. Also wenn ich dir jetzt hier einen 100-Euro-Schein hinhalte, den würdest du sehen und könntest ihn nehmen. Also das ist das, was ich meine. Es ist funktionell, es funktioniert. Mit einer Zervikalstütze wäre es sehr, sehr schwierig gewesen. Du kannst dich waschen, du hast das Teil immer dran, also dieses Tape. Du musst es nicht runternehmen und deine Muskulatur wird nicht atrophieren darunter. Und das ist eine tolle Geschichte, wie gesagt, nach Autounfall, Sportunfall, um den Kopf zu stabilisieren und gleichzeitig die Muskeln aktiv zu halten, damit auch eine Verletzung schnell wieder ausheilen kann. Und ich werde euch auf jeden Fall immer, immer wieder mit neuen Tapes überraschen, mit neuen Videos überraschen auf dem YouTube-Channel. Jetzt sage ich Tschüss, Antonia auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.